Herzlich willkommen zur neuen Videoreihe zu dem Thema Synology im Apple-Umfeld. Grundsätzlich dient die Diskstation als zentraler, sicherer Datenspeicher, als private, über das Internet erreichbare Cloud ohne monatliche Abogebühren. Einer der wichtigsten Faktoren dabei ist, dass eure Apple-Geräte nativ darauf zugreifen können. Darum geht's im ersten Video. Im zweiten Teil werden wir dann darauf eingehen, wie Backups gemacht werden, wie ihr die Daten von euren Endgeräten sichert und wie das Ganze mit Time Machine funktioniert. Das dritte Video beinhaltet dann noch die Umstellung von der iCloud. Da geht es dann um den Umzug von der öffentlichen Cloud in die private, damit ihr hier wieder vollkommen unabhängig seid und die eigenen Daten wieder ins eigene Zuhause holt. Ganz wichtig ist, alle drei Videos dienen als Vorbereitung für die kommende Live-Veranstaltung. Meldet euch dafür gerne kostenlos über den Link in der Beschreibung an. Werfen wir einen Blick auf das MacBook. Im Safari-Browser bereitet ihr erstmal das DSM vor, um einen freigegebenen Ordner einzuhängen. Dafür aktiviert ihr in der Systemsteuerung unter dem Punkt Dateidienste zunächst den SMB-Dienst. Auch AFP ist möglich, aber da dieses Protokoll veraltet ist, seid ihr mit SMB besser aufgestellt. Hier unten seht ihr eine blaue Box mit der entsprechenden SMB-Adresse, die ihr kopieren könnt. Springen wir also zurück zum Finder, um den Ordner einzubinden. Dafür klickt ihr einfach auf Gehe zu und auf Mit Server verbinden. Je nach verwendetem Protokoll gebt ihr entweder SMB oder AFP sowie die IP-Adresse oder den Servernamen ein. Ich habe das Ganze ja schon kopiert und füge es einfach nochmal ein. Dann klickt ihr auf Verbinden und es erscheint die Eingabeaufforderung für den DSM-Benutzer. Mit einem weiteren Klick auf Verbinden erhaltet ihr bereits die Liste aller freigegebenen Ordner auf eurer privaten Cloud. Nach Auswahl des Ordners klickt ihr auf OK und die Unterordner erscheinen. Ihr seht alle Dateien in genau derselben Baumstruktur, die auch im DSM gegeben ist. Mit dem Öffnen einer Datei wird der Inhalt schnell im Hintergrund heruntergeladen, damit ihr sie auch bearbeiten könnt. Sobald ihr auf Speichern klickt, wird die Datei direkt wieder auf dem NAS gespeichert und nimmt keinen Platz mehr auf dem Mac ein. Wenn das Laufwerk wieder ausgehangen werden soll, könnt ihr auf Auswerfen klicken oder es in den Papierkorb ziehen. Werfen wir nun einen Blick auf ein iPhone. Hier könnt ihr etwas sehr Ähnliches in der nativen Datei-App machen. Die Schritte sind im Allgemeinen die gleichen, egal ob auf einem iPhone oder iPad. Klickt auf die drei Punkte in der oberen Ecke und wählt Mit Server verbinden. Gebt wieder die Anmeldeadresse und Benutzerdaten ein und klickt auf Weiter. Schon seht ihr wieder alle freigegebenen Ordner und von hier aus könnt ihr durch alle Dateien navigieren und sie mit mobilen Anwendungen öffnen. Alle Änderungen, die ihr vornehmt, werden automatisch auf dem NAS gespeichert und sind sofort auf allen anderen Geräten verfügbar. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Dokument noch unterschrieben werden muss, kann das ganz schnell nachgeholt werden. Würden wir jetzt zum NAS oder Finder zurückkehren, ist die Unterschrift bereits da und das Formular bereit zum Versenden. Habt ihr bereits Erfahrungen mit dem Dateizugriff auf die Diskstation mit Apple-Produkten? Falls nein, was hat euch bisher davon abgehalten, es auszuprobieren? Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Wir sehen uns gleich im nächsten Video.